Hergiswil, ein Dorf am Napf, das Aufmerksamkeit erregt mit Menschen, die beachtenswertes leisten. Der Ehrungsanlass 2015 wird Ihnen von folgenden Firmen präsentiert. Sehen Sie nun einen weiteren Teil. Jetzt bitte ich die Ringer gerade davor zu bleiben und bitte den Präsidenten von der Ringerriege, den Dani Staduma, auf die Bühne. Dani, du kannst stolz sein auf deine Jungs, die du hier hast in der Reihe der Ringerriege Hergiswil. Sie haben im letzten Jahr als Mannschaft tolle Erfolge können feiern. Einerseits war das der dritte Rang am Swiss Cup in Schmitten. Dann ebenfalls der dritte Rang, wo die zweite Mannschaft in der Erstliga konnte erringen. Und auch der Bronzeplatz von der ersten Mannschaft in der Hutter Premium League, in der Nationalliga A früher, im 2014, der Ringerriege Hergiswil, drei ganz tolle Erfolge. Herzliche Gratulation. Auch du kannst natürlich das Präsent, oder? Die Nächsten, die ich dafür bitte, ist der Meinrad Jost, also wir kommen jetzt zu den Holzspalter, der Erwin Lustenberger, der Kari Odermatt, der Franz Roos und Judith Aregger. Die Holzspalter, auch immer bei uns vertreten, das ganze Jahr durch immer mit guten Resultaten, auch der Nachwuchs erfolgreich. Der Meinrad Jost hat im letzten Jahr viermal ganz tolle Resultate dürfen heimfahren. Er ist Erster geworden am Junioren-Holzspalter-Treffen in Forsthaus Widderswil. Er ist Erster geworden am Junioren-Obenspalter in Alpnach. Er ist Zweiter geworden an der Junioren-Schweizer Handsäge- und Spaltmeisterschaft in Heptingen. Er ist Dritter geworden an der Junioren Schweizerische Holzspaltmeisterschaft hier in Hergiswil. Herzliche Gratulation, Meinrad, zu diesem tollen Erfolg. In diesem dritten Rang haben wir einen, der das Holz lassen wachsen, damit man es nachher spalten kann und es dann auch umführt. Das ist der Erwin Lustenberger. Er hat im letzten Jahr den dritten Rang bei den Senioren oder beim Senioren-Holzspalter-Treffen in Forsthaus Wilderswil können einfahren und gewinnen. Herzliche Gratulation in dir, Erwin. Der Kari Odermatt, er hat den zweiten Rang bei den Senioren im Schweizerischen Handsäge- und Spaltmeisterschaft in Eptingen können gewinnen. Auch du bist jemand, der immer regelmässig bei uns ist. Herzliche Gratulation, Kari, für den Erfolg. Der Franz Roos hat sich leider entschuldigen müssen. Ich kann sagen, er sei krank. Er hat tolle Resultate im letzten Jahr gehabt. Der erste Rang an der Schweizerischen Handsäge- und Spaltmeisterschaft im Haldi ob Schattdorf. Der erste Rang am Holzspaltertreffen im Forsthaus Wilderswil. Der erste Rang am Oberspalter in Altnach, der dritte Rang in Dietisberg und der erste Rang an der Schweizerischen Handsäge- und Spaltmeisterschaft in Eptingen. Auch er einer, der immer ganz vorne dabei ist. Herzliche Gratulation ihm, auch wenn er nicht da ist. Dann Judith Aregger, solange wir den Ehrungsanlass durchführen, jedes Jahr auf der Bühne. Judith Aregger hat ebenfalls an der Holzspaltmeisterschaft teilgenommen. Und sie kann nichts anderes, wenn sie dort teilnimmt. Sie hat gewonnen. Sie ist erst geworden an der Schweizerischen Holzspaltmeisterschaft hier in Hergiswil. Und ich denke, so nicht Judith können, ist sie von der Grauswegerin davor gesprungen, zum Einlaufen und am Abend wieder heimgesprungen. Das ist eine exzellente Läuferin. Sie hat im letzten Jahr auch noch am Luzerner Stadtlauf
in der Kategorie 40 bis 50-Jährige. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. 20 bis 30 müsste auch stehen. Der zweite Rang könnte rauslaufen. Herzliche Gratulation, Judith, ich darf dir tollen Erfolge. Merci vielmals. Und noch herzlichen Dank, dass ihr den Namen der Gemeinde Hergiswil weit über Gemeindegrenzen hinaus positiv vertreten. Merci. Als nächstes kommen wir ein bisschen zu speziellen Sportarten. Ich darf Sabrina Elmiger führen bitten. Und es geht mit attraktiven Sportarten weiter. Der David Christen und der Dominik Kunz, falls er da ist. Darf ich euch bitten, vorzukommen? Lassen wir es noch sagen, der Dominik Kunz hat sich entschuldigt. Sabrina Elmiger, unglaublich, was du leistest. 3-mal Schweizer Meisterin in einem Jahr. In der Kategorie Light bis 60 Kilo, Light 60 Kilo plus oder plus 60 und Kick Light Open. Herzliche Gratulation, tolle Leistung, wunderbar, dass du die Farbe von Hergiswil so toll du hast vertreten. Herzliche Gratulation für deinen tollen Sport und die tollen Resultate. Und du darfst jetzt gerade noch ein bisschen auf der Bühne bleiben. Ich denke, der David braucht eine Assistentin, weil der David hat hier nicht das Programm mit uns vor. Ich weiss nicht, ob er eine Assistentin braucht, aber du machst dich ganz gut davor neben ihm. Und darum machen wir das natürlich jetzt so. Der David Christen, auch er macht eine Sportart, die sehr viel fordert. Bei der Sabrina ist es so, sie schlägt etwa gleich fest zu, wie Judith beim Holzspalten, du bei deinem Sport. Und bei ihm ist es so, er hat 3 verschiedene Disziplinen, die er gleichzeitig natürlich macht. Er ist ein Triathlet, also er ist im Triathlon sehr erfolgreich unterwegs. Seine Resultate im letzten Jahr, er hat den 3. Rang gemacht in der Kurzdistanz beim Schaffhauser Triathlon 2014. Er hat den hervorragenden 2. Rang gemacht am Sempachersee Triathlon. Er hat den 21. Rang können rauslaufen, fahren oder schwimmen, was auch immer, mit internationaler Beteiligung am Powerman Zofingen im Duathlon. Also dort war er auch sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Und weil wir nicht alle ganz genau wissen, was der Triathlon so alles beinhaltet, wie das abläuft, haben wir ihn gebeten, ob er uns etwas erzählen über die Sportart Triathlon. Und er hat sich gut vorbereitet. Er hat nebst dem Bildmaterial, das wir bekommen haben, hat er auch Material mitgenommen, Velo und so weiter. Und er nimmt das jetzt auf die Bühne, stellt euch das vor und sagt kurz etwas dazu. Jetzt weiss ich nicht, du darfst assistieren oder wenn du lieber willst, darfst du natürlich auch absetzen. Brauchst du noch Hilfe? Ich denke, spätestens mit dem Umziehen brauchst du die Hilfe, Sabrina. Guten Abend miteinander. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass ich hier da etwas zeigen darf. Hier seht ihr jetzt mein Velo, das ich brauche. Den Helm, die Veloschuhe, die Golfschuhe. Hat Sabrina noch in der Hand. Das würde eigentlich alles am Boden gehören. Das seht ihr jetzt nachher auf dem Foto. Und es ist sehr wichtig, dass man weiss, wo also die Wechselzone ist. Also gut, ich weiss jetzt, ich habe es noch neben dem Pultli zu. Hier seht ihr mich im Starten. Wir starten entweder im Einzelstart mit 15 Sekunden Intervall. Das sehen wir jetzt hier drauf. Oder im Massenstart, wo das nächste Bildli zeigt. Da bin ich dabei und dann geht es da ziemlich hektisch zu und her. Im nächsten wird es alle ein bisschen schwierig. Man muss dann wieder einmal aufstehen. Von der Waagerechte in die Senkrechte. Und das ist nicht ganz einfach. Weil meistens laufen wir dann wie auf Eier.
Nachher heisst es, Neopren hier möglichst schnell abziehen und in die Wechselzone säckeln. Nachher, das haben wir natürlich drunter drinnen an, wir tun hier nichts anderes abziehen noch. Heisst es nachher Helm anlegen, Velo mitnehmen, rausstossen, Startnummer anmachen und raussäckeln. Nachher gehen wir auf die 20 bis 40 km lange Radstrecke. Das ist die aerodynamische Position, die wir da haben. Nachher kommen wir retour in unsere Wechselzone. Wegen dem sage ich, möglichst gut schauen, wo die Wechselzone ist. So sieht es nämlich alle aus. Und da sind etwa 600-700 Leute rum und da musst du eben wissen, wo es dein Zeug ist. Nachher gehen wir auf die Laufstrecke, die Laufschuhe anlegen, möglichst schnell lossäckeln, aber nicht allzu schnell, weil sonst kommt man den Seitenstecher rüber. Nachher, nach 5 km, komme ich erschöpft, meistens nach einer Stunde und 5 Minuten und 31 Sekunden, glaube ich, steht drauf, ins Ziel und ich bin sehr erschöpft und fertig. Und jetzt bin ich auch fertig. Herzlichen Dank, Idee David und auch Sabrina natürlich. Ich glaube, ich habe es ein bisschen gespürt, das Assistieren hat es gebraucht. Wunderbar gewesen. Herzlichen Dank, dass ihr da so unvorbereitet, so wunderbar harmoniert und zusammengespielt habt. Merci vielmals. Ich freue mich auf weitere tolle Resultate von euch beiden. Weinst, herzliche Gratulation. Dann noch das Resultat von Dominik Kunz. Der Dominik Kunz war sehr erfolgreich unterwegs im letzten Jahr. Er könnte nur eins antreten, starten und als Erster ins Ziel kommen. Er hat etwas Sensationelles gemacht. Er hat den ersten Rang gemacht in Gansingen. Er hat den ersten Rang gemacht in Schwarzhäusern. Ebenfalls gewonnen in Önsingen. Wieder gewonnen in Safenwil. Der erste Rang selbstverständlich im Mondkanton in Pfaffnau. Und dann auch ein bisschen weiter raus in Wolfville hat er nichts anderes können, wie er einfach der Schnellste zu sein. Ich glaube, diese Leistung die kann man gar nicht genug würdigen. Ganz eine tolle Leistung von einem jungen Nachwuchssportler, der sehr viel investiert in den Sport, das sehr professionell macht. Herzliche Gratulation im Dominik Kunz. Jetzt weiss ich nicht, ob jemand da ist, der das könnte abholen. Herzliche Gratulation. Ich sehe den Vater, der Upi kommt führen. Das ist schön, du kannst ihm das morgen dann überreichen. Ich glaube, er ist zufrieden, wenn du noch das Diplom übergibst. Gut, ich fahre weiter. Ich darf die Volleyballerinnen, Damen-Volley, führen bitten. Dann würde ich auch gerne jemanden führen bitten vom Netzbau-Herren, die letztes Jahr erfolgreich sind. Und jemanden von den Korbbau-Herren. Korbbau-Herren, sonst rufe ich den Gemeinschreiber, ich weiss, dass der dort dabei ist. Da kommt jemand, jawohl. Das sind drei Gruppen vom Sportverein Hergiswil, die immer sehr erfolgreich unterwegs sind. Vorne an mit Volley Damen, Katrin Rölli mit Könzi. Ohne Katrin kein Volley zu Hergiswil. Ich glaube, das kann man so sagen. Sie haben auch letztes Jahr sehr erfolgreich teilgenommen am Zentralschweizerischen Sportfest von der Sportunion, wo in Emmen und Rotenburg stattgefunden hat, haben den tollen dritten Rang dort rausspielen können. Herzliche Gratulation, Katrin, dir und deinem Team. Dann Netzbau-Herren, Markus Lostenberger, auch immer dabei bei dieser Gruppe. Auch sie haben am Zentralschweizerischen Sportfest von der Sportunion in Emmen-Rotenburg teilgenommen, haben dort
einen hervorragenden ersten Rang herausspielen können. Also sie haben das Fest gewonnen, sind auch gerade Verbandsmeister geworden. Herzliche Gratulation, Markus, dir und deinem Team. Dann Korbbau Herren. Auch das eine Gruppe, die wir immer davor haben. Ganz eine illustre Gesellschaft. Es sind dort drei Töchter. Ein Polizist, das ist der Teamchef, der sagt, was durchgeht. Und der noch einer, der alles aufschreibt, der Gemeinschreiber, der dort dabei sind. Und noch ein paar andere, ihr seht hier dann eingeblendet, was für Tätigkeiten als die Töchter ausüben. Sie trainieren sehr, sehr fleissig, kann man sagen, mindestens einmal im Monat. Aber ich glaube, das ist während der Meisterschaft mehr. He? Ihr trainiert fleissig, sind ein eingespieltes Team, ihr harmoniert, ihr habt einen tollen Teamspirit. Wir haben im letzten Jahr den dritten Rang in der ersten Liga von der Innerschweizer Meisterschaft erreichen. Herzliche Gratulation, Martin und dir, dein Team. Es ist toll, dass die doch schon ein bisschen fortgeschrittenen Herren, also sie sind älter als 20, sich immer wieder zusammenfinden, trainieren, alles geben für den Sport und dank der Routine vielleicht auch manchmal ein Mühe weniger springen, weil sie halt vorher studieren, bevor sie springen. Und durch das wunderbare Erfolg könnt ihr einfahren. Ihr seid auch in diesem Jahr wieder gut unterwegs. Ich schaue die Resultate ein bisschen an. Wenn ihr so weiterspielt, sind ihr das nächste Jahr wieder da vorne. Ich glaube, es gilt für alle drei. Herzliche Gratulation und herzlichen Dank für euer Engagement. Dann kommen wir zu der Hornusser Gesellschaft. Ich würde hier gerne den Marco Schneider, dann den Präsident, den Schüssel Schneider, führen bitten. Wir haben heute oben von den Hornusser bereits gehört. Hornusser machen auch ganz professionelle Arbeit. Auch sie, toller Nachwuchs, ist immer gut vertreten an unserem Anlass. Eine grosse Gruppe, haben einen guten Spirit in ihrer Mannschaft. Der Nachwuchs, einer steht da vorne, der Marco Schneider. Er hat letztes Jahr an der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft den tollen zweiten Rang können rausschlagen, sage ich dem jetzt einmal. Er hat ihn ganz, ganz gut können schlagen und hat den zweiten Rang gewonnen und verdient jetzt auch von uns natürlich heute eine Anerkennung und die Ehrenurkunde. Herzliche Gratulation. Damit eine Mannschaft auch Erfolg hat, braucht sie eben Spieler oder Mitglieder, wie der Marco einen ist. Die Hornusser Gesellschaft Hergiswil hat ein hervorragendes Jahr hinter sich. Sie haben im letzten Jahr den ersten Rang gemacht, das heisst Aufstieg in die Erstliga und gleichzeitig in der Schweizer Meisterschaft Erstliga. Sie sind aufgestiegen von der zweiten in die Erstliga und das heisst beim Hornusser etwas. Das ist ganz eine tolle Leistung. Herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Leistung. Dann sind sie im zweiten Rang gewesen, beim Frühlingshornusser in Badenbruck. Und dort hat es sehr gute Resultate von Einzelschlägern gegeben. Es ist das der erste Rang von Daniel Schneider und der dritte Rang von Josef Schneider Junior. Dann weiter haben sie den ersten Rang in der Gruppenmeisterschaft können erspielen. Sie sind im siebten Rang am interkantonalen Hornussenfest in Biel und sie sind im ersten Rang am Aargauer Luzerner Fest in St. Orben. Auch dort ein hervorragendes Resultat vom Einzelschläger Martin Minder, der dort im ersten Rang war als Einzelschläger. Dann, wir haben schon gehört, die können nicht nur Sport treiben, die können auch Feste organisieren. Was sie zwei Wunder auf die Beine gestellt haben, ich glaube, das macht ihnen nicht so schnell jemand nach. Wir haben am Anfang Bilder gesehen, wir haben den Urs gehört, der das gewürdigt hat. Ich werde das einfach noch einmal betonen. Es war ein wunderbares Fest, hervorragend organisiert. Und vor allem haben auch ihr den Namen von der Gemeinde Hergiswil weit, weit über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen herausgetragen. Das ist wichtig für unsere Gemeinde. Herzlichen Dank. Merci vielmals.
Danke, Herr Walter. Ich bitte jetzt Janik Lüscher geschwind auf die Bühne. Ist der Janik Lüscher da, der Präsident der Jugendhusung? Wenn nicht, ist vielleicht Steffi Birrer da, das ist die Vizepräsidentin. Jawohl, Glück gehabt. Das ist ein bisschen weh. Die verstehen sie Spass, oder? Und dann einfach jemand anderes, wenn er das mal sagt. He? Aber das stimmt ab, Steffi, schön, dass du da bist. Jugendmusik Hergiswil, Menznau, seit Jahren erfolgreich. Auch sie tönt die Farben der Gemeinde Hergiswil immer wieder erfolgreich vertreten. Letztes Jahr haben sie mit grossem Erfolg am Luzerner Kantonalen Jugendmusikfest in Wallwil teilgenommen. Sie haben dort in der Kategorie Harmonie Mittelstufe den hervorragenden zweiten Rang herausspielen können, was nichts anderes heisst, dass sie Kantonalfestsieger geworden sind, weil der Sieger, der den ersten Rang hatte, ein Ausserkantonaler war. Das war nämlich eine Musikformation aus Siebne vom Kanton Schweiz. Mit anderen Worten, Kantonalfestsieger, Jungmusik, Hergiswil, Menznau. Herzliche Gratulation, Steffi, ich bitte das weiterzugeben. Tollen Erfolg und danke für das Engagement, das ihr für die Jugend macht. Merci vielmals. Geschätzte Damen und Herren, wir kommen bereits zu den Spezialehrungen. Ich darf jetzt für besondere Verdienste den Präsidenten der Ringerriege Hergiswil, Daniel Stammer. Der Beitrag vom Ehrungsanlass 2015 ist Ihnen von folgenden Firmen präsentiert worden.